Hallo, eine wichtige Botschaft. Ich sterbe ohne Scheidenpilz. Das vertraue ich jetzt meinem goldigen Mikrofon an. Moment mal, ich muss mir ein bisschen... So, also mein goldiges Mikrofon. Ich erzähle jetzt von mir ganz allein dir, meiner Freundin, wie es gegangen ist. Ich habe eine Röte an meinem Unterschenkel. Und ich habe eine Kollegin besucht, im Pfeffikon, und die hat mir gesagt, also können sie mich nicht haben, das ist ganz schlimm. Sie ist natürlich Krankenschwester, nicht Psychiatrieschwester wie ich. Und sie hat mich sofort auf Vezikon ins Spital gebracht. Ich habe gedacht, ja, das Bein ist stark entzündet, rot. Ich habe schlecht gehabt, ich habe Schüttelfrost gehabt, ich habe erbrochen. Also ein paar schlechte Sachen, was für mich das Gefühl hat, es ist einfach eine Grippe. Und haben mir nicht mehr weiter darüber nachgedacht. Und dann komme ich in das Spital rein. Im Spital rein habe ich zuerst auf die Schrägen müssen. Und dann ist eine Ärztin gekommen. Sie hat mir meine Reflex geprüft. Sie hat mir ins Ohr hineingeschaut. Sie hat mir Augenpupillen alles zusammen also versucht, um abchecken. Alles in Ordnung. Ich kenne diese Spiele oder die machen, arbeiten und haben das alles über mich ergehen lassen. Dann sind sie gekommen und haben gesagt, sie müssen mir noch Blut nehmen, weil es ist eine schlimme Entzündung und die Entzündung, das könnte weitergehen und sie haben schon ganz schlimme Geschichten gesehen. Ich habe mich da ein bisschen easy gefühlt, denke, warte, jetzt bin ich schon da, das schadet gar nicht, nach Jahren wieder mal die Untersuchung zu machen. Und haben gewartet. Dann haben sie aber noch Kulturen genommen und ich musste 1,5 Stunden warten. Nach dieser 1,5 Stunde ist die Ärztin gekommen und hat gesagt, das sei schlimm, ich müsse Antibiotika nehmen. Ich habe gesagt, sie kennen mich glaube ich nicht. Bei mir, in meinem System fließen keine Antibiotika. Sie hat mich zugelächelt und ist gegangen. Ein bisschen später kam sie und hat die Oberärztin mit sich gehabt. Die hat mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt, sie haben hohe bakterielle Werte, es ist schlimm, ihr Körper ist schon recht angeschlagen von ganz schlimmen Bakterien und wir müssen ihnen, sie sind hier im Spital baden, die nächsten 5 Tage kriegen sie bei uns hier Infusionen und Antibiotika. Hä? Antibiotika für mich? Ich bin zufällig ein bisschen fachkundig vom Fach. Nach 48 Jahren Krankenpflege weiß ich, von was ich rede. Also, ich habe mich aber als Pensionierte eingeschrieben, als ich gekommen bin, und sie haben nicht genau gewusst, wer ich bin, und haben mir das ganz genau erklärt. Wenn ich jetzt das nicht passiere, das komme ich rauf, bis da rauf. Oh, da oben habe ich im Fall auch schon einen roten Fleck gehabt. Geschmerzt hat es mir überall. Das kommt direkt rauf ins Herz und pumps, wenn ich nichts mache, werde ich sterben. Und dann habe ich gesagt, ich bin 66 Jahre alt. Wer sagt, dass ich 80 werden muss? Ich kann ja rein theoretisch mit einer Hochrechnung auch sterben. Aber ich will keine Antibiotika. Sie waren ein bisschen baff, haben sich ein bisschen gegenseitig angeschaut. Sie sind dann einmal schnell rausgegangen. Und nachher ist sie gekommen und hat gesagt, ich müsse, sie können es nicht verantworten, ich gehe mit diesen Blutwerten. Ich habe gesagt, können Sie mir ganz genau erzählen, was für Nebenwirkungen die hohe Breitband-Antibiotika, die sie mir verabreichen wollen, was für Nebenwirkungen hat die. Es kann geben, dass es Sohl im Maul hat, aber es gibt eine Tinktur dagegen. Es gibt Magenbeschwerden, aber es gibt ein Magenschutzprogramm dagegen. Sie hat gesagt, natürlich werden sie auch Durchfall bekommen. Ja, und auch dagegen haben wir ein Mittel. Und dann schaut sie mich an und sagt, und natürlich mit der hohen Dosis, die wir jetzt ihnen verabreichen wollen, kriegen sie natürlich einen Scheidenpilz. Aber dagegen können sie ein Tempo machen mit Quark und das reinstoßen und das lindert auch. Ich habe tief durchgeschnauft. Ich habe sie angeschaut und nochmal geschnauft und gesagt,
Wissen Sie, Frau Doktor, ich sterbe ohne Scheidenpilz. Sie hat gesagt, das geht nicht, sie können es nicht verantworten. Und sie hat gesagt, ich bin nicht da, ich bin normal im Wohnwagen in Liechtenstein. Und sie hat gesagt, sie lässt mich nur entlassen, wenn ich verspreche, nach Verdutzt zu gehen ins Spital, um die Kur zu machen. Ich habe ihr gesagt, ich brauche das glaube ich nicht, es gäbe Alternativen. Ich habe einen Kollegen von mir angerufen, der hat mir gesagt, er macht Shinjinjutsu, was auch immer das ist, es ist sehr gut, weit empfehlenswert. Er hat mir gesagt, ich soll Manuka-Honig holen, das sind natürliches Antibiotika. Er hat gesagt, Arnika, ich habe Kügel noch geholt, das habe ich noch von meinem Ex-Freund, den er selber gemacht hat, zum Einreiben. Und ich müsse Propolis-Urtinktur holen, das von den Bienenprodukt. Und ich soll alle 4 Stunden das nehmen und am Abend macht ich zum Shinjinjutsu zu ihm in die Praxis kommen. Ich musste unterschreiben, dass ich meinen Körper nicht demolieren will von Mund, Magen, Darm und Scheide. Ich musste unterschreiben, dass ich nicht einverstanden bin und dass ich das Spital verloren mit einem Rezept für Antibiotika. Natürlich mit meinem Tageszeugnis, falls und vor allem, ob sie es glauben oder nicht, ich durfte das Spital verloren. Mit der Aussicht, ohne Scheidenpilz zu sterben. Boah, next!